Okay, dann haben wir das mit dem Showdown schon mal abgeschlossen. Schade nur, dass das mit Fängen nicht klappt, aber okay. Mit Owen ist auch ganz nett. So. Dann gucken wir mal, was haben wir noch hier? Ach ja, ich habe ja noch die Ausstellungsstände. Die habe ich vergessen, noch mit aufzubauen. Wir haben ja nur das eine Ding da oben auf dem Dach fertig gemacht. So, das erste steht. Gucken wir mal, das zweite. Hier noch einer. Und der letzte. Sehr schön. Können wir hier was machen? Nee. Anscheinend nicht, ne? Ich finde es so seltsam, dass da dieses blaue Fragezeichen auf der Karte angezeigt wird. Aber ich glaube, das war immer so, ne? Boah, das Museum ist echt groß. Erinnert mich wieder daran, dass ich wieder mal Ruinen tauchen sollte, ne? Und da war was. So, wir müssen noch mit Katori sprechen. Ich überlege gerade. Wo ist sie denn? Ich dachte, die wäre hier. Doch nicht hier. So, wir haben aber genug andere Sachen, die wir erledigen müssen. Es hört einfach nicht auf. Ich hoffe, morgen ist das nicht so krass, weil morgen ist ja dieser Showdown. Und das klang irgendwie stressig. Da haben wir nicht die Zeit, hier noch so viele Sachen zu erledigen. Ich will aber auch nichts verpassen, ne? Oh, da ist sie. Erstaunlich, Rini. Du bist wirklich effizient. Weißt du das? Ja, ich weiß. Danke. Danke für all deine harte Arbeit. Jetzt bin ich an der Reihe, die Touristen zum Kommen zu bewegen. Schau dir das ruhig an. Ja, das werde ich. Definitiv. Cool. Was haben wir hier? Oh, mit Ernest. Sobald du in der Stadt auftauchst, beginnt dieser Logan mit seiner Verbrechensserie. Das klingt verdächtig, findest du nicht auch? Ja, Ernest ist hier. Der Spion, meinst du nicht auch? Ich kann nicht mehr. Ich fürchte, da irren sie sich, Sir. Ich kam ungefähr in der Mitte der Verbrechensserie hierher und ich wusste nicht einmal, dass Logan existiert, bevor ich hierher kam. Wahrscheinlich Geschichte. Wahrscheinliche Geschichte. Sag mal, du gehörst doch nicht zu den Schriftstellern, die Verbrechen begehen und dann über ihre eigenen Verbrechen schreiben, als ob sie fiktiv wären, oder? Was? Gibt es so etwas überhaupt? Oh Mann, gibt es das überhaupt? Natürlich gibt es sowas. Glaubst du etwa, ich würde einfach so eine Anschuldigung erfinden, die auf nichts basiert? Ich habe schon mindestens drei Täter verhaftet, auf die diese Beschreibung passt. Warum kaufe ich ihm das nicht ab? Wirklich? Wow, ich muss zugeben, das klingt ziemlich interessant. Waren Sie kriminelle Superhirne? Ganz bestimmt. Naja, du weißt schon. Wahrscheinlich waren es zwei von ihnen. Der letzte Typ war bestenfalls ein krimineller Musterschüler. Aha. Okay. Erstaunlich, kannst du mir mehr erzählen? Erzähl mir bitte von den interessantesten Verbrechern, die du aufgespürt hast. Weil ein anderer Typ. Hat eine Masche mit Türgriffen? Was? Okay. Oh, Nemo. Gut, sag mir, was du über einen Spion weißt. Nicht nachlassen. Haustier Nemo. Hä? Muss ich ihm jetzt hinterher? Okay. Hi Heidi. Was ist hier? Ach, Mian. Hey Rini, du spielst mit Nemo? Mian, wie konntest du nur? Du bist ein Spion. Sieht aus, als ob Nemo dich wirklich liebt. Ja. Hä? Ich bin eine... Was? Rini, spielst du Haustierdetektiv mit Nemo? Du nimmst ihn mit, um Verbrecher zu fangen, richtig? Ja, wahrscheinlich so ähnlich. Ich wünschte, ich könnte mitmachen, aber ich muss jetzt wirklich mit diesem Auftrag weitermachen. Bis später und vergiss nicht, mich das nächste Mal einzuladen. Also bei Mian... Könnte sie ein Spion sein? Die ist einfach viel zu beschäftigt dafür, oder? Ich weiß es nicht. Die hatte mal 10.000 Aufträge. Hm.
Gilt das schon, dass ich ihm schon das Futter gegeben habe? Ja, leider. Okay. Fand er nicht so dolle. Dann nehmen wir hier Mians Dörrfleisch mit dafür. Was haben wir noch so Schönes? Zack. Hi, Jasmin. Mr. Bronco, das Kind denkt, ich hätte etwas falsch gemacht. Ich bin ein echtes Kind. Was könnte ich tun? Vielleicht sollte ich etwas tun, um ihm Recht zu geben. Grr, ich hasse es, zu Unrecht beschuldigt zu werden. Nach Jasmin. Das sieht so lecker aus. Vielen Dank. So, wen haben wir hier? Oh, was ist das? Was heißt, du weißt es nicht? Du bist doch ein Zimmermann, stimmt's? Wie viele verschiedene Arten von Tischen kann es geben? Die Geschichte des Tisches ist lang, mein Freund. Ja, ich habe in der Tat unfassbare Fähigkeiten als Tischler. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mehr weiter. Aber es sieht so aus, als hätte das Ding ihnen einen kleinen einen kleinen Roboter. Ob das wohl hilfreich ist? Ein Tisch mit einem Roboter? Ja, ist mir schon aufgefallen. Ich hoffe nur, du würdest ein wenig mehr über das Thema wissen. Schon gut, mein Freund. Gut, dass du dich anstrengst. Glücklicherweise konnte ich Direktor Chi für eine weitere Meinung gewinnen. Leg los, Chi. Erzähl uns von diesem Ding, Roboter. Aus dem gefahrvollen Ruin vom verlorenen Paradies beschafft? Ja, ich war dort unten und ich dachte, ich höre etwas, das wie Regen klingt. Und dann habe ich Stimmen vernommen. Also bin ich mit gezogener Waffe um die Ecke gegangen. Doch da war gar nichts, nur ein komisch aussehender Tisch mitten im Raum. Ich hatte sowas noch nie zuvor gesehen, aber die Idee, es an die Oberfläche zu holen, war so verführerisch. Moment mal, dieses Ding klingt langsam wie ein Fluch. Ist das Ding verflucht? Da ist, glaube ich, eine Kuh auf dem Tisch drauf gemalt. Ist bestimmt nicht verflucht. Ja? Yeah? Hm. Ja? Nein, keine Ahnung, nie gesehen. Das ist also der zweite Schlag. Hey Rini, wie läufst du? Schon mal so etwas erlebt? Es könnte eine Waffe sein, es könnte ein Spielzeug sein, es ist offensichtlich lediglich ein Tisch. Vielleicht ein Spielzeug wegen der Kuh? Wie so ein Spieltisch? Ein Spielzeug, hm? Keine Ahnung, ich habe nicht gerade viel Freude daran. Und du? Schau mal nach, da drin ist jede Menge Kram, aber vielleicht ist ein Preis drin? Hm. Mal sehen, ich gehe kurz durch meine Notizen und... Uiuiui. Bleibt alle zurück, die Situation steht unter Kontrolle. Hör mal zu, Tisch, wir haben dich umzingelt. Gib jetzt auf, ich zögere nicht, dich umzuwerfen. Bereite dich auf die nächste Runde vor. Sei vorsichtig, sonst zündest du die Bombe. Was? Eine Bombe? Psst, ich mag es nicht, wenn ich richtig liege. Oh oh. Es gibt keinen Hinweis auf eine Massenvernichtungswaffe in Form eines Tisches. Faszinierend. Und wir sind gefährdet. Ach, Chi. Hab Gnade, oh zauberhafter Tisch. Ich habe all die anderen Tische zerstückelt. Das war... Ich habe sie nur beweglicher gestaltet. Bitte, ich habe eine Familie. Lauft ihr los, ich halte sie auf. Halt! Niemand bewegt auch nur einen Muskel. Okay. Peng. Okay, was nun? Peng? Macht das Ding etwas? Peng? Das Spiel ist beendet. Warte. Bitte mischen. Hä? Fehler. Möglicherweise haben sich die Probleme von selbst gelöst? Das war ganz schön knapp. Gut gemacht, Sheriff. Du konntest den Tisch unterwerfen. Egal, unter welchen Umständen wir überleben, untersuchen wir die inneren Objekte. Hm, murmelige, würfelförmige Sachen. Hahaha, ihr Idioten. Och, Ex. Hey, kommt schon, mein Freund, das war doch nicht nötig. Mahjong, Mahjiang, krächzt Vierling, Peng. Ach, Mahjong, ist das nicht dieses eine Spiel mit diesen wie Dominostein? X behauptet das gleiche wie der Tisch. Kann es sein, dass dieser Robotertisch vom Vogel konstruiert wurde? Nein. Sehr unwahrscheinlich. Mahjong, ja, ich habe diesen Ausdruck schon öfter gehört.
Es ist ein Spiel, das die Einwohner von Seesei oft spielen, deshalb hat unser Vogelkollege das Gerät offensichtlich so gut im Griff. Es handelt sich allerdings um Technologie aus der alten Welt. Vielleicht ist das eine alte Spielvariante. Krächz. Ja, mit einer mathematischen Auswertung dieses Spiels kann man sich einen schönen Tag vertreiben. Mr. Justice, ich glaube, ich kann ab hier die Sache selbst übernehmen. Der Tisch ist ganz offensichtlich ein simpler Automat und keine Gefahr für jemanden hier in Sandrock. Ist das so? Nun, wenn du es mitnehmen möchtest, muss der Bürgermeister ein paar Formulare für dich ausfüllen. Aber ja, falls alles passt, können wir es bei dir abgeben. Das war's dann wohl. Entschuldige die übertriebene Reaktion. Danke an alle, die mir diesen guten Einblick gewährt haben. Ich glaube, ich kann sagen, ihr alle habt eine Menge auf den Tisch gebracht. Hahaha. Ach, Justice. Ja. Was ist hier los? Möglicherweise kann dieses Gefühl mich bei meiner Arbeit weiterbringen. Ich vermute, das ist der Antrieb für viele großartige Wissenschaftler gewesen. Spricht er immer noch über seine Gefühle zu mir? Junge, das ist ja wie eine Pandemie hier. Unser neuer Kopfgeldjäger kam in mein Zimmer und fing an, mich zu untersuchen. Also habe ich ihn in den Schwitzkasten genommen. Ich habe ihn eine Stunde lang nicht losgelassen. Hahaha, gute Zeiten, gute Zeiten. Also langsam wird mir Penn sogar sympathisch. Ich möchte ihm ein Geschenk machen. Ich fühlte mich am Anfang überrumpelt, aber jetzt denke ich, Penn ist gar nicht mal so unnett. Das ist ein übliches Geschenk, ja? Ich dachte, er würde den Stierkopf mögen. Ich hätte ihm einen Spiegel schenken sollen. So, Banjo, jetzt bist du dran. Miau, hast du irgendwelche Spione in der Nähe gesehen? Wie sieht's aus? Hast du? Miau? Es scheint, als ob die Katze etwas weiß. Du verheimlichst mir etwas, Banjo. Raus mit der Sprache. Miau, miau, miau. Stell dich nicht dumm, Katze. Sag mir, wer der Spion ist. Miau. So, nächster Kandidat. Wir hatten zuerst Mian. Und jetzt der zweite Kandidat. Ist es Owen? Tatsächlich. Hahaha. Wobei Owen, finde ich, ist sogar ein ziemlich plausibler Spion. Oh. Huch. Ach, der Fisch. Hey, blöde Katze, verschwinde von hier. Ich schätze, Banjo war hungrig. Grace, bist du eine Spionin? Ich frag mal, oder? Ja, ich bin ein Geheimagent, der 25 Golds pro Stunde plus Trinkgeld verdient. Hast du den Verstand verloren? Hilf mir, diese Katze hier rauszuholen. Oh. Aber Owen hätte ich tatsächlich als Spionin angesehen. Danke, aua, sie versucht immer Essen zu stehlen, wenn sie reinkommt. Hey Rainy, du bist auf der Suche nach einem Spion, hm? Das ist doch verrückt. Ich meine, wenn du jemanden beschuldigen willst, dann eine Person mit einem Motiv, Mitteln, Absichten, Verbindungen zu dem Verbrecher, keinem Alibi und... Oh Mann. Ich sollte besser aufhören zu reden, was? Ah! Hat er sich gerade selbst verdächtig gemacht? Weil er hätte ein Motiv, weil er versucht ja immer auch an das Gute zu glauben und so, auch bei Logan. Er hat die Mittel auf jeden Fall. Absichten, er wollte ja immer helfen. Verbindung, weiß ich nicht. Aber Alibi, weiß ich auch nicht. Ich meine, er kann kommen und gehen, wann er will, ne? Grace macht ja hier die Arbeit. Also ich bin dafür, dass Owen der Spion ist. Ja, Banjo, hast du gut gemacht. Hast du mich zum Spion gebracht? Also. Dann hätten wir den erledigt. Haben wir noch was? Gucken wir mal. Ich muss dran denken, 19 Uhr haben wir das Date bei Unschur. Na, Rosso? Süßer Kerl. So. Ich reite trotzdem nicht auf dem Kamel, ich laufe lieber. Ich bin Fußgänger. Leidenschaftlicher Fußgänger. So, hier haben wir noch was. Ach, die zwei schon wieder. Du musst mir den Teddybär aushändigen. Er ist ein Beweismittel. Was? Du kriegst uns niemals lebendig, Bulle. Das Kind hat zu viele Bücher gelesen. Wow. Hat sie ihn zusammengeschlagen? Uff, wer hätte das kommen sehen? Ich habe zu viel Zeit mit dem kleinen Banditenjungen verbracht. Was?
Ah, Gendrini, bringst du Neuigkeiten aus dem Süden? Leider nicht, ich muss los. Nein, und wovon sprichst du? Ja, es gibt eine Verschwörung. Hä? Wovon spricht er? Du bist jetzt mein Agent, ob es dir gefällt oder nicht. Und du lebst drüben im Süden, richtig? Ach so. Okay. Nun ja, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir der Sache bald auf den Grund gehen werden. Ja, bin ich gespannt. So, was haben wir hier? Ach, wir haben noch Captain. Ja, Captain, du musst doch weiterhelfen können. Hast du irgendwelche Spione gesehen, Cap? Ich schätze, das ist alles, was ich aus den Tieren herausbekomme. Ich sollte mich bei Bronco melden und ihm sagen, dass es nicht funktioniert hat. Ach so, Captain macht das nicht? Doch, der rennt doch irgendwo hin. Hä? Ich check das nicht. Aber okay, wenn der meint, das ist vorbei, hi Ernest. Dann gehen wir mal ab zu Bronco. Ausgezeichnete Arbeit. Was hast du erfahren? Überhaupt nichts. Es gibt keinen Spion. Grace ist ein Spion. Mian ist ein Spion. Kapitän weiß etwas. Es gibt keinen Spion. Oho, Bürger, lass dich nicht so leicht täuschen. Die Haustiere waren nicht so aufschlussreich, wie ich gehofft hatte. Aber wir werden der Sache auf den Grund gehen. So viel verspreche ich dir. Gut gemacht. Du hast mir mein Vertrauen verdient. Ich werde dich informieren, wenn es mehr zu tun gibt. Mhm. Cooles Wüstenkämpfer-Shirt. Das muss ich direkt gucken, ob ich das anlegen kann, ob das gut ist. Okay. Ah ja, ein bisschen besser, ne? Obwohl es weniger Ausdauer hat, aber macht nichts. Wir haben genug Ausdauer, finde ich. Inzwischen. Cool. Okay. Wisst ihr, was ich noch vorhabe? Ich werde mir demnächst die ganzen DLCs holen, die Kleidungssachen. Also, dass die dann auch dass ich den Bewohnern auch andere Sachen anziehen kann und auch selber andere Sachen anziehen kann. Das würde ich richtig cool finden. Damit wir hier so ein bisschen mehr Abwechslung haben, weil ich meine, wir haben über 130 Folgen inzwischen von Sandrock. Und ich habe irgendwie Lust auf was Neues, also irgendwelche Veränderungen. Und da habe ich gedacht, da werde ich mir diese DLCs noch alle holen. Das wäre schon cool, mal ein bisschen Fashion hier reinbringen. Ich bin vorbeigekommen, um dich zu bitten, eine Umfrage auszufüllen. Das ist etwas, das die Kirche allen Neuankömmlingen gibt, ein Standardverfahren. Würdest du dir einen Moment Zeit nehmen und sie ausfüllen? Aha, ich verstehe, was das ist. Du versuchst, eine Probe meiner Handschrift zu bekommen, damit du dich für mich ausgeben kannst, was? Der Junge ist so paranoid, ne? Meine Güte, nein, das wäre doch illegal. Ach, Burgess. Du scheinst eine Menge über Illegalität zu wissen. Aber natürlich weiß ich, das ist ein großer Teil meines Jobs. Ha, du gibst es also zu. Illegalität ist ein großer Teil deines Jobs, weil du ein Bandit bist, der illegale Dinge tut. Oh Mann. Nein, könnte das wahr sein? War ich die ganze Zeit ein Bandit? Sieht aus, als hättest du deinen Spion gefunden, Bronco. Das will ich sagen. Nein, Burgess, du bist kein Bandit. Genau. Dieser ganze Gerechtigkeitsfreundlichsein-Quatsch ist nur gespielt. Keiner kann so spießig sein wie du, Wassermann. Der wahre... Entschuldigung, wie heißt du nochmal? Burgess, Sir. Der wahre Burgess ist ein schleimiger Schurke, der hoch und mächtig auf seinem Wasserturm sitzt und immer den nächsten Zug für die Logan-Bande plant. Richtig, wir haben das Superhirn genau hier gefunden. Jetzt sag mir, warum hast du es getan? Warum hast du den Wasserturm angegriffen? Das habe ich nicht. Lügner. All diese Dinge, die du mir vorwirfst, habe ich. Ich kann mich nicht an nichts davon erinnern. Aha, du hast also eine gespaltene Persönlichkeit, eine böse. Wie war nochmal dein Name? Burgess, Sir. Ein böser Bandit Burgess, der unter der Oberfläche eines gewöhnlichen Bürgers schlummert. Oh nein. Fang jetzt an zu reden, Burgess, und vielleicht können wir dich mit einem Plädoyer auf Unzurechnungsfähigkeit freikriegen.
Oh, okay. Hör auf, Burgess das anzutun, er ist kein Bandit. Lass ihn nicht so leicht davonkommen, Bronco. Nein, wir lassen das sein, das ist voll gemein. Du hast Glück, Burgess, du hast Glück, dass du Freunde in hohen Positionen hast. Aber ohne den Handwerker bist du nur eine formlose Masse, verstehst du? Vor allem in hoher Position. Ich bin ein Handwerker, Mann. Danke, dass du dich für mich eingesetzt hast, Rainy. Ich habe mir echt ein bisschen Sorgen gemacht. Wenn du mich nicht für einen Banditen hältst, dann bin ich es wahrscheinlich auch nicht. Du bist der klügste Handwerker, den ich kenne. Oh, der macht mich fertig, der Burgess. So, ein bisschen Wasser können wir noch mitnehmen. Vielleicht auch ein bisschen Dünger. Der geht mir auch immer so schnell aus. Ach so. Okay, dann hätten wir das soweit. Oh, hi, Feng. Na, du? Mein Vogel, wir wissen, ob es dir gut geht, ob du dich gut genug ausgeruht hast. Ich nicht, nein. Ex, sei still. Ich finde das so süß. Vielleicht. Er mag doch Kräuter, oder nicht? Oh, oder auch nicht. Na gut. Ich wollte ihm halt auch mal was anderes schenken, außer Mapo-Tofu oder so. Also. Hey, Huskin. Na, du Süßer? Wer ist ein guter Junge, hm? Würdest du noch ein bisschen graben für mich? Danke. So. Ich kann ja nochmal hier bei meiner Werkstatt vorbeikommen. Ein bisschen gucken, ob bei mir so einiges hier fertig geworden ist. Und ich würde gerne meine Toranlage auch fertig machen. Und ich sollte auch mal hier wieder alles schick machen, ne? Ich schieb alles immer vor mir her. Ich weiß, so Leute gibt es auch, die alles so ästhetisch machen, ne? Richtig, richtig schick. Es tut mir leid, ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Ich bin zu praktisch veranlagt. Also ich bin schon... Also ich will es schon schick machen. Aber mir fehlt immer die Geduld. Weil ich halt, ja, keine Lust habe meistens. Weil ich meine, es sind hier hauptsächlich diese ganzen... ja, boah, wie nennt sich das? Diese ganzen Geräte halt. Und die sind halt hässlich. Wie willst du die schön machen? Egal, wie du die hinstellst, es sieht halt doof aus. Und da habe ich nicht die Motivation, da irgendwie groß zu dekorieren irgendwie. Weiß ich nicht. Und ich habe immer das Gefühl, man braucht dafür auch immer viel Geld, weil man dann noch ganz viel Schnickschnack kaufen muss. Ist halt wie im echten Leben, ne? Ach ja. So, zack, zack. Ah, das sieht gut aus. Oh, oder auch nicht. Magnesium, Aluminium fehlt mir noch. Habe ich so nicht, ne? Oh, das Bücherregal. Ah, es soll ein einfaches Bücherregal sein? Für die Snacks, für Katori? Interessant. Können wir dann auch gleich eben erledigen. Mhm. Tatsächlich ein einfaches Bücherregal. Ja, ja, ich meine, funktioniert ja auch, ne? Das ist ja die Hauptsache. Was ist hier? Ach, von Owen. Rainy, wir werden also zusammen kämpfen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Vergiss nicht, dich morgen vor dem Kampf in der Mittagsarena zu treffen. Okay. Das machen wir. Cool. Hat er mir also bestätigt, dass wir zusammen morgen den Kampf antreten. So, bei all diesen Ereignissen heute wird das wahrscheinlich ein ziemlich... Es ist ein ziemlich langer Tag, ne? Aber ich find's cool. Es passiert halt auch viel. Hier, so. Ab zu Katori. Es sieht schon auf jeden Fall hier schicker aus, finde ich. Ich mag das. Ich danke dir, das ist perfekt. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen, Rainy. Ich habe viele tolle Ideen, aber ich habe nicht immer die richtigen Fähigkeiten, um sie zu verwirklichen. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Das ist es, was ich tue, jederzeit. Wir haben wieder so viele Herzoptionen, ne? Ist bei mir genauso, ich schätze das sehr. Das bringt mich auf die Idee, dass ich hier eines Tages eine ganze Snackbar oder sogar ein Restaurant einrichten könnte. Natürlich müsste ich zuerst das ganze Spielezentrum erweitern, vielleicht sogar etwas Live-Unterhaltung einbauen. Sie träumt wieder vor sich hin.
Ich könnte einen Zauberer engagieren und Kinderpartys veranstalten. Wäre das nicht toll? Oh, ich habe einmal in Atara eine mechanische Band aus Ersatzteilen und Elektronik gesehen. Junge, das wäre doch was, wenn ich so etwas bekommen könnte. Wenn ich die Roboterband so dekorieren würde, dass alle wie freundliche Tiere aussehen, die wie Menschen gekleidet sind, würden die Kinder durchdrehen. Das ist eine tolle Idee, das klingt interessant. So viel Schönheit und auch noch Köpfchen, genial. Das ist eine tolle Idee. Natürlich würde ich das mit Owen besprechen wollen, aus beruflicher Höflichkeit. Oder vielleicht wäre er an einer Partnerschaft interessiert. Das wäre doch mal was, oder? Stell dir vor, was ich mit dem Geld machen könnte, das er in der Tasche hat. Hat sie nicht gesagt. Hör mir zu, ich träume unmögliche Träume. Unmöglich für den Moment jedenfalls. Ein Schritt nach dem anderen, richtig, Rainy? Ja, ganz genau. Ein Schritt nach dem anderen. Es ist ein guter Anfang, ein paar Snacks anzubieten. Damit kann ich zwar nicht mit Owens Saloon konkurrieren, aber vielleicht bleiben meine Kunden so etwas länger hier, bevor sie für eine richtige Mahlzeit zu ihm gehen. Deine Kunden gehen vielleicht nie wieder weg. Alles im Preis inbegriffen, Madame. Ich würde alles für dich tun, wenn es dich zum Lächeln bringt. Och, süß. Ja, das, ne? Du bist immer so hilfsbereit und freundlich. Ich glaube, wir haben viel gemeinsam. Wir arbeiten immer und versuchen, uns zu verbessern und unser Geschäft auszubauen. Da bleibt nicht viel Zeit für die Freizeit und Freundschaft, oder? Naja, ich arbeite, aber du träumst. Wenn du dir morgen Abend etwas Zeit nehmen könntest, würde ich es auch tun. Hast du Lust, dich mit mir im Blue Moon zum Abendessen und einem langen Gespräch zu treffen? Das klingt toll, das würde ich gerne tun. Ich habe andere Pläne, vielleicht ein anderes Mal. Großartig, wir sehen uns morgen um 18 Uhr dort. Cool, noch eine Verabredung. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das finde ich immer richtig schön hier.